Hallo und guten Tag zusammen. Ich glaube, jetzt sind wir alle vollständig. Es kommen vielleicht noch einige dazu. Ich möchte Sie, euch recht herzlich begrüßen zu unserem fünften Fachgespräch der Reihe Männlichkeiten und Männlichkeitsbilder in der neuen Rechten. Heute ist bei uns Professor Dr. Klaus Dörre zu Gast und er ist Arbeits- und Industrie- und Wirtschaftssoziologe an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Sein Thema ist heute rechte Männer in der Arbeiterinnenbewegung, Analysen und Herausforderungen. Herzlich willkommen. Ich bin Henning von Bargen und leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und diese Fachgesprächsreihe ist eine Kooperation zwischen dem Gunda-Werner-Institut und dem Netzwerk Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse. In der Vorbereitungsgruppe zu dieser Reihe haben mitgearbeitet Andreas Goßes, Volker Handke, Michael Tunsch und Klaus Schwärmer. Andreas Goßes wird gleich für das Forum Männer noch begrüßen. Das Gespräch wird moderiert von dem Journalisten und Autor Thomas Gesterkamp. Unterstützt wird er dabei von Volker Handke und mir. Für diejenigen unter Ihnen, die zum ersten Mal dabei sind, erläutere ich noch mal kurz, worum es uns mit der Fachgesprächsreihe eigentlich geht. Wir nehmen wahr, dass weltweit nationalvölkische, neurechte und rechtsextreme Politiken erstarken. Sie sicherlich auch. Die AkteurInnen bedienen sich verschiedener, zum Teil rassifizierender Zuschreibungen. Es werden ethnische, kulturelle, nationale und geschlechtliche oder auch religiöse Gruppenidentitäten genutzt und damit eine Politik der Ausgrenzung und Abwertung der als andere markierten Gruppen forciert. Mit den Wahlerfolgen der AfD ist dieser Trend auch in Deutschland sichtbar geworden und stößt vor allem in gesellschaftlichen Debatten über geschlechtliche Vielfalt und Männlichkeit auf besondere Akzeptanz. Die Forderung, echte oder wahre Männlichkeit wiederherzustellen, wird laut erhoben, zum Beispiel von Björn Höcke von der AfD. Die Auswirkungen dieser Weltsicht sind unter anderem an der steigenden Zahl von rassistischen und gewalttätigen Übergriffen auf alles, was als nicht zugehörig gedeutet wird, abzulesen. Und so wurden zum Beispiel bei dem Attentat von Atlanta im März 8 Menschen ermordet. 7 der Opfer waren Frauen, 6 von ihnen hatten eine asiatische Zuwanderungsgeschichte. Die aktuelle Zahl der rechtsextremen Straf- und Gewalttaten sind laut BMI in Deutschland seit 2001 jetzt auf dem höchsten Stand. Gemeinsam ist allen Übergriffen, dass einerseits überwiegend Männer als Täter agieren und es sich andererseits bei den Angegriffenen um rassifizierte, migrantische und/oder marginalisierte Menschengruppen handelt, unter anderem um Schwarze, um People of Color, um LGBTIQ+-Personen, aber auch Frauen und Männer, die nicht dem traditionellen binären Bild von Weiblichkeit und Männlichkeit entsprechen. Wir haben uns in der Vorbereitungsgruppe daher gefragt, woran liegt es, dass Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, insbesondere auf Personen, die sich als Männer definieren, so anziehend wirkt. Bisherige Erklärungsmuster und auch Deutungsangebote, die variieren erheblich und je nach eigener Positionierung, Weltsicht und Kontext. Daher haben wir diese Fachgesprächsreihe konzipiert und setzen uns in dieser näher mit verschiedenen Erklärungsansätzen und Perspektiven auf das Phänomen und die skizzierten Entwicklungen auseinander. Beim ersten Fachgespräch führte Fabian Lamp von der Hochschule Kiel überblicksartig aus, welche Männlichkeitskonstruktionen er in Rechtspopulismus und Rechtsextremismus begegnet, wie sich diese auf die soziale Arbeit auswirken können und welche Handlungsmöglichkeiten er in der sozialen und pädagogischen Arbeit sieht. Beim zweiten Fachgespräch hat Sebastian Winter aus sozialpsychologischer Sicht ist er da der Frage nachgegangen, was rechte, autoritäre Modelle in einer komplexer werdenden Welt so attraktiv macht und was das für die politische und pädagogische Praxis bedeuten kann.
Im dritten Fachgespräch warf Thorsten Nagel einen Blick aus der Praxis der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus auf Männlichkeiten und den Zusammenhang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft und rechtsextremer Ideologie. Im bislang letzten vierten Fachgespräch thematisierte Özcan Karadeniz in seinem Vortrag die Vergeschlechtlichung von Rassifizierung und die Konstruktion einer weißbürgerlichen männlichen Norm in Abgrenzung zu veranderten Männlichkeiten. Denn nicht nur rechtsextreme Männer greifen auf Rassismen zurück, auch bürgerliche Männer reagieren auf gesellschaftliche Herausforderungen mit Abgrenzung vom imaginierten anderen Mann. Was erwartet Sie heute? Klaus Dörre beschäftigt sich in seinen Forschungen unter anderem mit der Frage, inwiefern und warum sich bei Teilen der Arbeiterinnenschaft politische Zugehörigkeitsgefühle und Sympathien in Richtung auf rechte Parteien verschoben zu haben scheinen. In seinem Vortrag beleuchtet er die Dynamiken der Entstehung bzw. Ausbreitung rechtspopulistischer und rechtsextremer Einstellungen bei ArbeiterInnen und mögliche ökonomische und kulturelle Ursachen. Er geht der Frage nach, welche Motive für den Aufstieg des rechten Populismus unter ArbeiterInnen verantwortlich sind und ob bzw. inwiefern soziale Deklassierung und Deprivation ausschlaggebend sind. Ein Fokus sind auch die Verflechtungen von Erwerbsarbeit, Männlichkeitskonstruktionen und sozialer Reproduktion. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen, zu kommentieren und zu diskutieren. Wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dann melden Sie sich bitte mit der Handheben-Funktion. Die meisten von Ihnen werden das finden unter dem Button Reaktionen. Bei einigen wird es vielleicht auch bei dem Menü TeilnehmerInnen sein. Schauen Sie mal, da gibt es eine Handheben-Funktion. Sie können aber auch den Chat nutzen, um Ihre Fragen zu stellen. Sollten Sie technische Probleme oder Hinweise an uns als Moderation haben, dann können Sie dazu ebenfalls den Chat nutzen. In der Moderation versuchen wir entlang der von Ihnen gestellten Fragen und Wortmeldungen die Diskussion zu strukturieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn nicht alle Meldungen und Fragen zum Zuge kommen. Wir sind eine relativ große Runde und haben nur begrenzt Zeit. Wir möchten auch darauf hinweisen und darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen oder auch im Chat respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und die Netiquette einhalten. Sollte das, wieder erwarten, nicht der Fall sein, dann werden wir als Moderationsteam gegebenenfalls auch Teilnehmende ausschließen. Ganz wichtig, dieses Fachgespräch, das haben Sie wahrscheinlich gerade gesehen, wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video online gestellt. Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme haben Sie sich bereit erklärt, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen. Bevor ich nun an Andreas Großes übergebe, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bei der Organisation der Veranstaltung unterstützt haben. Jeremy Ma von der Technik, Martin Sommer vom Tagungsbüro, insbesondere meine KollegInnen im Gunnar-Werner-Institut, namentlich Christiane Bornstedt und Hanna Lichtentäler. Ohne all diese KollegInnen würden wir Veranstaltungen wie diese nicht realisieren können. Vielen herzlichen Dank. Soviel zunächst von mir. Ich übergebe jetzt an Andreas Großes vom Netzwerk Forum Männer für seine Begrüßung. Ja, danke Henning. Auch von mir erstmal Hallo in die Runde und ich freue mich, dass ihr und Sie da sind. Ich möchte auch von meiner Seite aus nochmal begrüßen und auch etwas kurz zum Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse sagen. Wir vom Forum Männer sind ja zusammen mit dem Gunnar-Werner-Institut Veranstalter dieser Reihe. Und wir haben eine Vorbereitungsgruppe in unserem Forum, was diese Veranstaltungsreihe konzipiert hat und auch jetzt durchführt. Und wir freuen uns sehr darüber, diese Kooperation mit dem Gunnar-Werner-Institut zu haben und diese Möglichkeit auch zu haben, diese Veranstaltung durchzuführen. Ich sage aber trotzdem noch mal was zu unserer Geschichte. Also das Forum Männer gibt es jetzt seit gut 20 Jahren. Also wir sind auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, wie man sieht. Das liegt
sicherlich an der Zeit, aber es ist auch nach wie vor eine Zeit, in der wir es wichtig finden, dass wir uns einmischen, dass wir sagen, es sind durchaus wichtige Themen, die wir verfolgen wollen. Und das war damals der Grund, dass es damals noch relativ wenige Männer, also die sich als Männer lesen, und die sagten, wir wollen auch geschlechterkritisch hingucken, wir wollen Gender-Themen und Geschlechterthemen vertiefen, sei es in der Forschung, sei es in der praktischen Arbeit, sei es aber auch auf öffentlicher Bühne einen Beitrag leisten zur Geschlechter- und Gender-Thematik. Das haben wir, finde ich, ganz gut hingekriegt. Und insofern diese Reihe jetzt ist Corona geschuldet jetzt erstmal online. Aber wir planen am Ende dieser Veranstaltung, im Augenblick haben wir 8 dieser Videositzungen und Videovorträge vorgesehen, dass wir vielleicht doch eine Live-Veranstaltung machen können in Berlin, dass wir nochmal versuchen, dann die Themen zusammenzubringen und zu bündeln und wenn alles klappt, auch dokumentieren können. Wir dokumentieren ja jetzt schon die Veranstaltung auf den Websites, aber wir gucken nochmal, was geht, dafür halt auch eine Publikation draus zu machen oder wie auch immer. Jedenfalls, es ist ein Thema, was uns am Herzen liegt, auch da hinzugucken aus verschiedensten Perspektiven, wie Henning schon gesagt hat. Und so freue ich mich heute sehr auf diesen Beitrag von Klaus Dörre. Vielleicht noch ganz kurz als Anmerkung, wen es interessiert, neben dem Verteiler vom Gunda-Werner-Institut auch in unseren Verteiler vom Forum Männer aufgenommen zu werden, der kann sich gerne melden. Es geht auch immer darum, dass wir auch Menschen suchen, die mit uns diese Themen weiterverfolgen wollen. Und dafür nochmal eine herzliche Einladung. Also, Klaus Dörre ist heute dran, da sind wir alle gespannt, deswegen sind wir hier, deswegen mache ich jetzt auch keine lange Vorrede mehr und gebe weiter an Thomas Gesterkamp, der heute ja moderiert. Vielen Dank. Ja, hallo auch von mir. Klaus Dörre ist ja schon vorgestellt worden, vielleicht nochmal interessant, das Buch, auf das er sich hauptsächlich beziehen wird, heißt In der Warteschlange, Arbeiterinnen und die radikale Rechte. Arbeiterinnen natürlich mit Sternchen. Uns als Forum Männer interessieren besonders die Gender-Aspekte des Themas. Ich will jetzt auch keine langen Vorreden machen. Ich will nur eine Zahl nennen. Bei der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben 26,8% der männlichen Gewerkschaftsmitglieder die AfD gewählt, aber nur 13,5% der weiblichen Gewerkschafterinnen. Also der Anteil der Männer, die rechts wählen im organisierten Arbeitermilieu, ist zumindest in Sachsen-Anhalt doppelt so hoch. Und über die Ursachen dieses Phänomens spricht jetzt Klaus Dörre. Bitte schön. Ja, guten Tag. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich habe 30 Minuten Zeit, zu einem sehr komplexen Thema zu sprechen. Das zwingt mich dazu, enorm zu vereinfachen. Dafür dürfen Sie mich dann hinterher kritisieren wegen Vereinfachung. Wir werden aber in der Diskussion vielleicht noch einiges klären. Ich möchte aber vorausschicken, dass Sie meine Argumentation in einem Artikel finden, den ich Henning von Baden zur Verfügung gestellt habe, den Sie dann nach der Veranstaltung gegebenenfalls sich auch zuschicken lassen können oder runterladen können. Das sei dahingestellt. Ich möchte dieses sehr komplexe Thema wie folgt angehen. Nächste Folie bitte. Ich möchte zunächst etwas zu dem Phänomen sagen. Das ist bereits angedeutet. Ich möchte dann kurz eingehen auf das empirisch fassbare Weltbild, das wir bei gewerkschaftlich aktiven Betriebsräten, Gewerkschaftsmitgliedern gefunden haben, die aus ihrer Sympathie für Pegida und die AfD kein Hehl gemacht haben. Ich möchte dann drittens etwas sagen zu den Ursachen und fünftens zumindest andeuten, hier steht jetzt Alternativen, ich würde eher sagen Ansatzpunkte für Gegenstrategien, ohne dass ich da den Stein der Weisen natürlich finden kann. Mein PowerPoint ist überambitioniert, was die Länge angeht. Der würde die 30 Minuten sprengen. Deshalb springe ich sozusagen in den Folien. Das ist jetzt nicht
ein didaktischer Missgriff, aber Sie haben dann hinterher beispielsweise die Zitate, die ich jetzt nicht ausführlich erläutere, aus Interviews, da haben Sie dann hinterher noch Gelegenheit, sich da mal zu vertiefen. Ich mache jetzt die Kurzfassung und wie gesagt in 7 Thesen. Ich beginne mit der ersten These, die hat Thomas Gesterkamp in gewisser Weise bereits vorweggenommen. Männliche Arbeiter und Gewerkschaftsmitglieder sind in der Wählerschaft radikal rechter Parteien deutlich überrepräsentiert. Nächste Folie. Wie es der Zufall will, habe ich mich tatsächlich auch hier bezogen auf die zurückliegenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Und Sie sehen, dass die AfD, wenn Sie bei den Tätigkeiten schauen, bei den betriebsaktiven Arbeitern, also denjenigen, die noch in Erwerbsarbeit sind, beruflich aktiv sind, tatsächlich mit 35% die stärkste Partei geworden ist. Das ist überhaupt keine Überraschung. Sie hat bei den Arbeitern, bei den betriebsaktiven Arbeitern leicht verloren. Frühere Wahlergebnisse waren noch besser. Aber Sie sehen das in Relation zu anderen Parteien. Die zweitstärkste Arbeiterpartei ist die CDU. Und schauen Sie mal auf die Sozialdemokratie. Die kriegt bei den Arbeitern, bei den betriebsaktiven Arbeitern gerade mal 8%. Und am schlechtesten dran sind die Grünen mit gerade mal 2% in dieser Gruppe. Jetzt könnte man sagen, dass das vor allen Dingen Männer sind, ist keine Überraschung, weil mit diesem Tätigkeitsprofil Arbeiter wir ein Zweidrittel-Eindrittel-Verhältnis haben, zumindest in der Industrie- und Produktionsarbeiterschaft, was Männer und Frauen angeht. Aber Thomas Gesterkamp hat bereits gesagt, es gibt diese Überrepräsentanz von Arbeitern, beziehungsweise diese Überrepräsentanz in der Wählerschaft der AfD eben nicht nur bei Arbeitern, sondern auch bei Gewerkschaftsmitgliedern. Und da gibt es exakt das, was er angedeutet hat. Bei den Frauen würden wir finden eine rot-rot-grüne Mehrheit, auch im Osten. Und bei den Männern ist das völlig anders, insbesondere in den Alterskohorten 30 bis 60 Jahre, also dann, wenn man sozusagen voll im Berufsleben steht. Nächste Folie. Was ist die Ursache für diese Überrepräsentanz von Arbeitern und sogar gewerkschaftlich organisierten Arbeitern in der Wählerschaft der AfD? Und man kann auch sagen, auch bei den mit den Parteien Sympathisierenden findet man das noch deutlich ausgeprägter, und zwar nicht nur im Osten, sondern auch im Westen, also auch in Baden-Württemberg ist die AfD stärkste Arbeiterpartei geworden. Wenn man andere Wahlergebnisse nimmt, Brandenburg, 44% der Arbeiter, die AfD gewählt haben. In Thüringen waren es 37% der berufsaktiven Arbeiterinnen und Arbeiter. Also keine Ausnahme in Sachsen-Anhalt. Was sind die Ursachen oder welches, zunächst mal etwas offener gefragt, welches Weltbild steht hinter diesen Phänomenen, die zu dieser Überrepräsentanz von Arbeitern und Gewerkschaftsmitgliedern führen? Überrepräsentanz bedeutet, das will ich gleich differenzierend hinzufügen, dass die AfD, dass die radikale Rechte selbstverständlich aus allen Klassen und Schichten der Gesellschaft rekrutiert, auch alle Geschlechter sozusagen erfasst, aber es gibt eben diese Überrepräsentanz und darüber spreche ich. Wie sieht das Weltbild aus, das gewissermaßen hinter solchen Orientierungen steckt? Nächste Folie bitte. Ich würde behaupten, und das ist aus der zweiten These bereits hervorgegangen, dass es so etwas gibt wie eine rechte Tiefengeschichte. Tiefengeschichte, Deep Story, diesen Begriff habe ich übernommen von meiner amerikanischen Kollegin Arlie Hochschild. Tiefengeschichte ist sozusagen eine verinnerlichte Geschichte, die nicht der objektiven Wahrheit entspricht, aber für diejenigen, die sie berichten oder erzählen, sich so anfühlt, als handle es sich um die Wahrheit. Es lässt sich auch in Westdeutschland eine solche rechte Tiefengeschichte seit vielen Jahren rekonstruieren. Eine Tiefengeschichte, die gewissermaßen eine Brücke vom Alltagsbewusstsein der Arbeiterinnen zur radikal rechten politischen Orientierung schlägt. Und wie kann man oder wie komme ich auf diese Idee, dass es diese Tiefengeschichte tatsächlich gibt?
Ich bin, um es sehr kurz zu machen, zum ersten Mal solchen Orientierungen begegnet im Allerheiligsten, damals Allerheiligstes der IG Metall im Bildungszentrum Sprockhövel. Habe auf einem Jugend-2-Lehrgang forschen dürfen, habe zur Mitte dieses Lehrgangs, Ende der 1980er Jahre, angefangen, Interviews zu machen. Ich hatte den Eindruck, also es waren im Grunde Versatzstücke der marxischen politischen Ökonomie, Wert, Mehrwert, Ausbeutung, industrielle Reservearmee referiert worden. Ich hatte den Eindruck, da gibt es keine großen Widersprüche, alle machen mit wie in der Schule. Und gleich der Erste, den ich befragt habe, berichtete dann, dass er bei den zurückliegenden Europawahlen tatsächlich die Republikaner gewählt habe. Und ich war völlig, damals war ich regelrecht entsetzt. Und es stellte sich dann aber raus beim Bier, dass er nicht der Einzige war, dass es eine Protesthaltung war, die dahinter steckte. Und ich habe damals schon bei diesen Forschungen eine Tiefengeschichte gefunden, die sich seither verfestigt und radikalisiert hat, die ich kurz noch mal zusammenfassen möchte. Und das lese ich jetzt ausnahmsweise vor. Hier, also das Gesellschaftsbild der Befragten, unterschied sich in wichtigen Dimensionen kaum von der Weltsicht sozialdemokratischer Altersgenossen. Gerechtigkeitsvorstellungen adressierten sie vornehmlich an einen nationalen Wohlfahrtsstaat, der diese Ansprüche, also ihre Ansprüche an ein gutes Leben, jedoch immer weniger gewährleisten konnte. Die Grenzen sozialdemokratischer Verteilungspolitik vor Augen tendierten die jungen Lohnabhängigen mit Affinitäten zur radikalen Rechten dazu, den Kampf um Statuserhalt oder Statusverbesserung mit dem Mittel des Ressentiments auszutragen. Dieser Kampf hatte von Beginn an sowohl eine materielle als auch eine kulturelle Dimension. Die Befragten empfanden ihre Leistungen gesellschaftlich nicht angemessen gewürdigt. Sie sahen ihre Lebensentwürfe aber auch moralisch abgewertet. Deshalb beneideten sie vermeintlich leistungslose und leistungsunwillige Gruppen, die noch dazu nicht zu, in Anführungszeichen, unserer Kultur passten. Als ihren Hauptgegner betrachteten die Befragten nicht etwa die Arbeiterbewegungslinke, vor allem Grüne und Feministinnen waren ihnen geradezu verhasst. Neben der Wahrnehmung ungerechter Verteilungsverhältnisse animierten Wertmusterkonflikte die jungen Gewerkschaftsmitglieder dazu, ihren Protest an die populistische oder die extreme Rechte zu delegieren. Dieser Protest hatte etwas Rückwärtsgewandtes. Er zeugte von einer Sehnsucht nach der alten Republik, einem goldenen Zeitalter, dass die Arbeiterschaft, in der die Arbeiterschaft noch respektiert wurde und die ihr Angehörenden noch Möglichkeiten zum gesellschaftlichen Aufstieg hatten. Kritik am System, die sich damals bereits artikulierte, richtete sich gegen jene anonymen Mächte, die in den Augen der Befragten zunehmend zerstörten, was das Arbeiterleben eigentlich lebenswert machte. Das ist für den Westen Deutschlands formuliert, mit gewissen Konnotationen, die ich jetzt nicht ausführen würde, kann man Ähnliches aber auch für den Osten der Republik, also für die untergegangene arbeiterliche Gesellschaft der alten DDR sagen, in der alle, die was sein oder darstellen wollten, sich als Arbeiter und Arbeiterinnen definieren mussten, um sozusagen ihre Wertschätzung durch die Gesellschaft überhaupt realisieren zu können. So, jetzt kommen eine Reihe von Folien. Also erstmal nächste Folie. Jetzt kommen eine Reihe von Folien, nämlich genau 6, die aus neuesten Forschungen zeigen, wie sich diese verfestigte Deep Story zu einem Weltbild verdichtet, das subjektive Brückenschläge zur radikalen Rechten erlaubt. Das kann ich jetzt nicht ausführlich machen, sondern ich mache jetzt nur einen Kurzdurchlauf durch die Überschriften dieser 6 Folien, ohne auf die Zitate näher einzugehen. Das, was Sie jetzt sehen, ist das erste Element einer solchen Weltsicht. Dichotomie mit Zusatz heißt, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter, die wir befragt haben, ein dichotomisches Weltbild strikt nach oben unten gegliedert haben, wie in den 1950er Jahren in der alten Bundesrepublik, wenn die alte Studie von Popitz und Barth noch etwas sagt. Der Unterschied zu Popitz und Barth besteht in dreierlei Hinsicht. Erstens gründet sich auf den Arbeiterstatus keine kollektive Aufstiegshoffnung mehr, sondern Arbeiter bedeutet, man fühlt sich abgewertet. Arbeiter wird man nur, ist so ein Schlüsselsatz, wenn man nicht anders kann. Wer kann, geht ins Büro oder studiert. Der zweite Punkt ist, dass man Gruppen kennt,
denen es noch schlechter geht, die tschechischen und polnischen Leiharbeiter und so weiter und so weiter. Und der dritte Punkt ist, dass man sich selbst keineswegs unten verortet, sondern in der Mitte oder selbst in der mittleren Mitte, obwohl der Lohn knapp oberhalb des Mindestlohns, des gesetzlichen Mindestlohns liegt. Das heißt, man verleugnet im Grunde seine eigene Klassenposition. Das Zitat stammt hier von einer jungen, aktiven Gewerkschafterin, die ist fast linksradikal, also hat erstmal noch nichts zu tun mit AfD. Nächste Folie bitte. Die zeigt, wie ein solches dichotomisches Bewusstsein umgedeutet wird und der Oben-Unten-Konflikt umgedeutet wird in Richtung eines Innen-Außen-Konflikts. Und der Schlüsselsatz hier im Zitat ist, bin ich etwa kein Deutscher? Die Argumentationsfigur ist relativ simpel. Ich habe gelesen, übrigens aus einem rechten Blog, in einem rechten Blog, dass jeder Deutsche so ungefähr 3.300 Euro brutto hat. Und dann wird die Rechnung aufgemacht, ich habe 1.700, meine Frau hat 1.700 oder 1.600, uns bleibt unterm Strich ein Tausender zum Leben und davon müssen wir sozusagen noch Essen, Kleidung bezahlen. Das reicht dann mit zwei Kindern und zwei Autos, die wir brauchen. Nicht mal für einen Urlaub, nicht mal für am Wochenende ins Restaurant. So, und dann kommt, wenn das für alle Deutschen gilt, bin ich dann etwa kein Deutscher, wenn ich das nicht realisieren kann. Deutschsein ist zum einen eine Chiffre auf Gleichbehandlung und umgekehrt eine Chiffre für Ausgrenzung. Es bedeutet nämlich, die Deutschen zuerst und die Nichtdeutschen haben sich gefälligst hinten anzustellen. Nächste Folie bitte. Eine subjektive Verarbeitungsform des Leids, der sozusagen mit erfahrener Abwertung verbunden ist, ist ein Mechanismus, den ich genannt habe, Selbstaufwertung durch Abwertung anderer. Also Kampf um Statuserhalt oder Statusverbesserung mit dem Mittel des Ressentiments bedeutet immer, dass man sozusagen die alte produktivistische Tradition, die es ja in den Arbeitermilieus immer gegeben hat, also nur diejenigen gelten was, die wirklich arbeiten und so weiter und was leisten wollen, dass man die gegen Gruppen kehrt, die vermeintlich leistungslos sind, die wir nicht gerufen haben, die nichts in die Sozialsysteme eingezahlt haben, jetzt aber bevorzugt werden. Und Sie sehen hier von einem stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden, IG Metall-Mitglied, welche extremen Formen dieser Mechanismus der Selbstaufwertung durch Abwertung anderer annehmen kann. Also der Betreffende hätte nichts dagegen, Buchenwald wieder aufzumachen, natürlich nicht vergasen oder verbrennen, humane Konzentrationslager, aber die Geflüchteten dort drin und so schnell wie möglich abschieben und wir draußen. Nächste Folie bitte. Wir tendieren häufig dazu, diejenigen, die sozusagen Affinitäten zur radikalen Rechten haben, als Nichtdemokraten oder Antidemokraten zu bezeichnen. In ihrem Selbstverständnis sind sie etwas völlig anderes. Alle, die wir befragt haben, erklären, dass sie für mehr direkte Demokratie sind. Oft wird gesagt, Demokratie nach schwarzer Vorbild. Der Vorwurf der Antidemokraten prallt subjektiv an denen völlig ab. Und man sieht, worauf sie setzen. Mehr direkte Demokratie, das bedeutet in ihren Augen, dass sich dann der gesunde Menschenverstand durchsetzen wird. Das heißt dann Todesstrafe für Sexualstraftäter und anderes. Nächste Folie. Niemand, den wir befragt haben, wohlgemerkt in dieser Befragung ausschließlich aktive Gewerkschaftsmitglieder oder sogar Betriebsräte, distanziert sich eindeutig von Gewalt gegen Schwächere. Und der Hauptgrund dafür ist, dass man sozusagen so eine Ausnahmesituation konstruiert. Die Eliten betreiben die Umvolkung und die in Anführungszeichen Ausrottung des deutschen Volkes. Das ist eine Notwehrsituation. Eigentlich ist Gewalt nicht erlaubt, aber in Notwehrsituationen, da ist es tatsächlich anders. Wir können nicht immer nur die andere Backe hinhalten, wenn es darum geht, die Ausrottung der Deutschen zu verhindern, die Umvolkung zu verhindern. Dann ist Notwehr erlaubt und dann darf man auch Gewalt anwenden, beispielsweise Molotow-Cocktails werfen auf Busse, die Geflüchtete zu ihren Opferlagern. Übrigens, nächste Folie und dann lasse ich es auch gut sein mit dem Blick auf dieses rechte Weltbild. Was ganz auffällig ist, ist, dass es in diesem rechten Weltbild eigentlich nur zwei Elemente gibt. Es gibt das System, das ist eine anonyme Ansammlung von bösen Mächten. Das reicht sozusagen von den Finanzkapitalisten bis zu Gewerkschaftsbonzen und so weiter. Und dann gibt es das Volk. Gesellschaft,
eine Gesellschaft, die noch dazu plurale Interessen hat, auch Interessengegensätze kennt, kommt in diesem Weltbild nicht vor. Die Deutschen werden sozusagen als eine relativ homogene Gemeinschaft konstruiert, wobei die Konstruktionsmechanismen sehr flexibel sind. Und das bedeutet, dass man alle Erfahrungen sozusagen einpasst in dieses binäre Denkmuster, wir das Volk, eigentlich gut, gegen das System und die Eliten, die es repräsentieren. In der Regel werden sie auch personalisiert. Das bedeutet auch, um das schon mal anzudeuten, mit ein bisschen mehr Sozialpolitik ist diesem Phänomen nicht beizukommen. Die haben alle das Gefühl, dass es irgendwie die schiefe Ebene runtergeht, dass mit dem System was nicht stimmt. Und mit ein paar kleinen technischen sozialpolitischen Maßnahmen wird man diese Weltsicht überhaupt nicht korrigieren können. Jetzt bitte schön, nächste Folie, will ich auf die Ursachen eingehen. Also wie kommt es eigentlich dazu, dass vor allen Dingen Männer, männliche Arbeiter, solche Weltbilder attraktiv finden? Das führt mich zu meiner dritten These, keine Angst, ich mache die Folgethesen jetzt kürzer, die sozusagen das theoretische Konzept berührt, mit dessen Hilfe ich diese empirischen Befunde interpretiere. These 3 lautet, befasst sich sozusagen mit dem Stellenwert oder der Funktion von Männlichkeitskonstruktionen. Die These lautet, hegemoniale Männlichkeiten sind sinnstiftende ideologische Konstrukte, die dazu beitragen, hierarchische Austauschbeziehungen zwischen zwei Produktionsweisen, der Produktion von Gütern und Dienstleistungen auf der einen Seite und der Produktion des Lebens auf der anderen Seite herzustellen. Ich folge dabei der These von der marxistischen Feministin Frigga Haug und insbesondere aber von Silvia Federici, ebenfalls eine marxistische Feministin, die sozusagen die Produktion des Lebens als eine gesonderte Produktionsweise begreifen. Das führt bereits zur These 4. Wenn man von diesen zwei Produktionsweisen ausgeht, dann haben Männlichkeitsbilder, bitte These 4, also nächste Folie, dann haben Männlichkeitsbilder vor allen Dingen die Funktion, sozusagen die Überordnung der ersten Produktionsweise gegenüber der zweiten Produktionsweise, die eigentlich die primäre ist, nämlich die Produktion des Lebens, aufrechtzuerhalten. Sie legitimieren sozusagen männliche Dominanz. Genau das wird sozusagen in These 4 angesprochen. Kapitalismus, insofern er auf ständige Ausdehnung der Arbeitskraft und die Senkung der Arbeitskosten hinwirkt, muss diejenige Arbeit und diejenigen Subjekte entwerten, durch die Arbeitskraft produziert wird, angefangen bei den Frauen. Das ist genau der Punkt. Also die relative Abwertung, sondern auch substanzielle Abwertung von Sorgearbeiten, bezahlten und nicht bezahlten Sorgearbeiten, hat sozusagen mit diesen Über- und Unterordnungsmechanismen zu tun. Und die Legitimationen dafür resultieren unter anderem auf hegemonialen Männlichkeitskonstruktionen, die es erlauben, dass auch beherrschte Arbeiter sich in gewisser Weise als Herrschende gegenüber denjenigen definieren können und entsprechende Privilegien genießen können, die sozusagen vor allen Dingen in der zweiten Produktionsweise verortet sind, also in erster Linie Frauen. Ich habe hier nochmal Hans-Olaf Henkel, den ehemaligen BDI-Chef, zitiert. Man kann eine Ökonomie nicht nur auf Frisiersalons gründen, das ist sozusagen ein Produktivitätsverständnis, das diese Unterordnungsmechanismen genau transportiert. Nächste These bitte. Entscheidend ist nun aber, dass die reproduktiven Tätigkeiten der zweiten Produktionsweise auch wegen ihrer relativen Rationalisierungsresistenz im Verhältnis zu den Arbeitstätigkeiten der ersten Produktionsweise beständig zunehmen. Das hat politökonomische und soziale Konsequenzen. Man könnte es auch so sagen, um einen Industriearbeitsplatz überhaupt noch in Wert setzen zu können, wo vor allen Dingen Männer beschäftigt sind, braucht es einen immer größeren Rattenschwanz an reproduktiven Tätigkeiten, bezahlt und unbezahlt, die aber sozusagen gegenüber dieser Tätigkeit abgewertet werden. Die Konsequenzen sind mindestens auf 3 Ebenen zu suchen. Es gibt die Zunahme bezahlter, professioneller, reproduktiver Sorgearbeiten.
Es gibt eine steigende Erwerbstätigkeit von Frauen, zumindest im Westen Deutschlands und in vielen anderen Staaten. Im Osten ist es mit entgegengesetzten Vorzeichen gelaufen. Und es gibt eben die Erosion tradierter und die Herausbildung neuer Leitbilder von Männlichkeit. Nächste Folie bitte. So, und das, was jetzt passiert im Zuge dieser relativen Feminisierung auch der Arbeitswelt, ist, dass sich in Verbindung mit dem kulturellen Wandel, den Machtverschiebungen in den Geschlechterverhältnissen, neue hegemoniale Männlichkeiten ausbilden. Dieses Konzept der Transnational Business Masculinity, das ja von Raven Cornell stammt, das Michael Meuser in Deutschland mitbekannt gemacht hat, ist ein Leitbild neuer hegemonialer Männlichkeiten, das sowohl innerhalb der herrschenden Klassen und Eliten als auch bei den beherrschten Klassenfraktionen kulturelle Gegenreaktionen auslöst. Ich will das jetzt, nächste Folie bitte, einfach mal an drei Fotos illustrieren, was damit gemeint ist. Hier sehen Sie den alten Siemens-Vorstand und Sie sehen die damalige Human Resource Managerin Janina Kugel. Auf die trifft sozusagen alles zu, was gewissermaßen der Stigmatisierung obliegt. Frau, noch dazu in einem Management-Rang, höchst ungewöhnlich, dann People of Color, entschiedene Feministin. Sie sehen sozusagen den Vorstand, zumindest zwei Vorstandsmitglieder, sogar farblich aufeinander abgestimmt, mit einer feministischen Note. Joe Kaeser fällt dabei noch ein bisschen raus. Jetzt ist der entscheidende Punkt, dass diese Modernisierung, die es da in den herrschenden Klassen gibt, aber natürlich zusammenfällt mit fortbestehenden oder sich verschärfenden Klassenkonflikten. Also Janina Kugel hat einen Traditionsbruch bei Siemens bewirkt und hat sozusagen die Schließung von Werken durchsetzen wollen, ohne jede Art von Sozialausgleich. Das heißt, die war als Human Resource Managerin besonders hart, ja, hat gar nicht mehr die Funktion erfüllt, die Personaler in der Regel in solchen Großkonzernen traditionell hatten, also den Draht zu den Gewerkschaften zu halten. Ganz im Gegenteil, die hat knallhart durchgezogen, so dass sie am Ende gehen musste, also nicht mehr in der Managementfunktion ist. Die Reaktion war folgende, nächste Folie. Nee, davor das Foto. Das ist die Demonstration gegen die Schließung eines Siemens-Werks in Erfurt. Und Sie sehen in der ersten Reihe den Kollegen Spitzbart, IG Metall, den Wirtschaftsminister Thürings, Herrn Tiefensee. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie direkt hinter Tiefensee Björn Höcke, den AfD-Fraktionschef, und Sie sehen den blauen Schirm. Die Kollegen von der IG Metall wollen immer nicht, dass ich dieses Foto zeige, weil sie sich beschmutzt fühlen. Und ich muss auch dazu sagen, bei der nächsten Demo haben sie dafür gesorgt, dass Höcke nicht mehr mitgehen konnte und der Regenschirm auf der Demo nicht mehr zu sehen war. Also sie haben schon aufgepasst. Aber was man da sieht, ist sozusagen der Versuch der nationalsozialen Strömung in der AfD, den Arbeiterprotest aufzugreifen. Und das machen sie sozusagen an ganz vielen Punkten. Und mal abgesehen davon, dass Frau Kugel ihnen sozusagen eine Steilvorlage zu liefern schien, machen sie also ganz gezielt eine Politik, die soziale Interessen, Klasseninteressen aufgreift, versehen sie aber mit einem Pferdefuß, der oft gar nicht so leicht zu durchschauen ist. Also beispielsweise ist die Thüringer AfD eingetreten für eine sogenannte Produktivitätsrente. Sie hat gefordert, dass man mindestens 52% des letzten Brutto als unterstes Rentenniveau definieren soll. Das ist 1% weniger, als die Linkspartei gefordert hat. Sie hat das mit zum Teil völlig richtigen Argumenten begründet, also dass die tiefen Löhne auch zu tiefen Renten führen und so weiter. Und sie hat dann nur einen Zusatz gemacht. Die Produktivitätsrente soll es nur für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger geben. Wenn man sich mal die Zusammensetzung einer Daimler-Belegschaft anschaut mit 158 Nationalitäten, ein Drittel keine, also ohne deutsche Staatsbürgerschaft, würde das bedeuten, dass man gewissermaßen dass ein Drittel für die anderen zwei Drittel, für die Rente der anderen zwei Drittel mitarbeitet, wäre ein Sprengsatz für gewerkschaftliche Solidarität. Aber zu durchschauen ist das erstmal sehr schwer. Das Männliche darin kommt wie folgt zum Zuge, symbolisch, letztes Foto und dann bin ich auch gleich am Ende. Hier sehen Sie Guido Reil und Co.
Und Sie sehen sozusagen schon am äußeren Habitus, dass das die Verkörperung einer Männlichkeit ist, die nicht nur gegen Frau Kugel opponiert und gegen die neue hegemoniale Männlichkeit der androgynen Männer, die scheinbar sozusagen auf die Forderungen von Frauen eingehen, im Grunde aber doch ihre Interessen durchsetzen. Also es opponiert sozusagen in beide Richtungen und sowohl vom Körperlichen, da wird was sozusagen remobilisiert. Wir denken alle an den starken Arm, der dafür sorgen kann, dass alle Räder stillstehen. Das ist ja sozusagen eine alte Arbeiterbewegungssymbolik. Also der Abwertung körperlicher Arbeit, der Abwertung von Arbeitern insgesamt wird diese Form von Männlichkeit entgegengesetzt bis hin zu den Tattoos und den Frauen, die dazu passen. Und das ist sozusagen kommunikationsfähig bei Gruppen, die ansonsten überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit sind oder aber nur in negativer Weise in der Öffentlichkeit vorkommen, von deren Alltagsleben die Gesellschaft in der Regel wenig Notiz nimmt, dass ein Facharbeiter sozusagen mit sozialen Problemen konfrontiert wird. Das ist in unserer Gesellschaft etwas, was relativ unüblich ist. Damit komme ich zum Schluss. Nächste Folie bitte. These 7 lautet, die bloße Dekonstruktion rechter Männlichkeitsbilder zielt ins Leere, sofern ihre strukturellen Ursachen ausgeblendet bzw. nicht angegangen werden. In Politik und Bildungsarbeit müssen Klasseninteressen wieder stärker in den Blick genommen werden. Eine Entgegensetzung von Klassen- und Identitätspolitik ist wissenschaftlich wie politisch Unfug. Das will ich jetzt nicht mehr lange erläutern. Ich will nur darauf hinweisen, dass das, was sozusagen in der Ausgangsfragestellung anklang, spielt soziale Deprivation eine Rolle oder sind es eher kulturelle Faktoren? Da würde ich immer ein entschiedenes sowohl als auch einfügen. Selbstverständlich ist es so, dass materielle Gründe eine Rolle spielen. Und das materielle Gründe heißt nicht immer extreme Armut oder Prekarität oder Ähnliches, ganz im Gegenteil. Wenn man etwa als gut verdienender Ingenieur im Osten immer noch 20% unter den Einkommen der Ingenieure im Westen ist, die gleiche Arbeit verrichten, kann man das als Abwertung der eigenen Position wahrnehmen und erfahren. Für die männlichen Arbeiter im Osten ist es sozusagen eine dreifache Abwertung, abgewertet als Arbeiter, abgewertet als Ossi und nochmal abgewertet mit dem eigenen kulturellen Lebensentwurf. Das ist häufig eben immer noch der Traum vom schönen, guten Alltagsleben, Auto, Häuschen, die Familie soll zusammen sein. Und das reicht, es soll nicht alles immer mehr wachsen, zunehmen, man will nicht immer mehr. Aber das, was man hat, möchte man bewahren. Und das findet man oft genug abgewertet durch die Angehörigen von Klassen, die im Grunde kulturell überlegen sind oder die man so wahrnimmt und die den eigenen Lebensentwurf tatsächlich in Frage stellen. Letzte Folie. Das ist nochmal ein Zitat aus meiner ersten Befragung Ende der 1980er Jahre. Das ist genau dieser besagte Jugendvertreter aus Rosenheim, den ich als erstes vor dem Mikrofon hatte und der mir schildert, warum er Republikaner gewählt hat damals. Und man sieht es hier sehr schön, eingefleischte Feministinnen, die muss ich allweil verachten, weil die verachten uns ja auch, wie hier im Seminar. Da rutscht dir was raus und du meinst, das wäre ein Spaß und die drehen dir das Wort im Mund rum. Das finden die nicht so gut, aber ihr habt nichts dagegen, also gegen Gleichberechtigung hat er nichts. Ich habe mich auch emanzipiert, ich kann kochen und waschen, aber meine Frau, die braucht nicht arbeiten gehen, zumindest tät ich es nicht gern sehen, weil die gehört heim zu den Kindern, muss ich sagen, weil da ist sowas mit den Kindern, da muss man die allweil zur Oma geben oder in so eine Tagesstätte, das will er nicht. Das sind ja dann nicht mehr deine Kinder. Also wenn ich dieses Zitat meinen Studierenden zum Lesen gebe, dann ist die Interpretation schnell da. Arbeiter, wertkonservativ mit einem klassischen Rollenverständnis, einem klassischen Verständnis oder einem traditionellen Verständnis der Aufteilung von Geschlechterrollen. Das stimmt auch alles irgendwie, nur darf man Folgendes nicht übersehen. Die Frau, die dieser Jugendvertreter aller Wahrscheinlichkeit mal kriegen wird oder bekommen hat, wird, wenn sie dann arbeiten geht, etwa im Einzelhandel schwere körperliche Arbeit verrichten müssen. Also das ist nicht unbedingt eine
von der Tätigkeit her emanzipierende Arbeit. Das muss man ganz klar sehen. Er möchte ihr diese Belastungen ersparen. Die Frau kann das ganz anders sehen, weil die ökonomische Eigenständigkeit selbst in einer belastenden beruflichen Position oft als Gewinn empfunden wird. Aber man darf sozusagen, man muss die Motive genau beachten, die da drin stecken. Und das ist sozusagen, kommt noch eine Folie, ich glaube nicht. Das ist sozusagen das, was meine Botschaft sein soll. Das, was wir brauchen, ist eine offene, aktive Auseinandersetzung mit all denjenigen, die wir mit Argumenten noch erreichen können. Das gilt für Teile der Wählerschaft der AfD nicht mehr. Ich würde sagen, für ein Drittel etwa jetzt roundabout, ich will mich nicht auf Zahlen festlegen, da gibt es eine verfestigte Weltsicht, die nicht mehr zu erreichen sind. Mit denen man aber sprechen kann, muss man sprechen. Und dazu gehört als erstes, dass wenn man mit ihnen spricht, man die empfundene Abwertung nicht noch zusätzlich bestärkt, sondern dass man ihnen echte Wertschätzung entgegenbringt. Beispielsweise Bergleuten in der Lausitz klar macht, dass sie Fachleute für Energie sind, viel mehr wissen über Energieversorgung als die meisten von uns, dass sie gebraucht werden, dass man ihnen Perspektiven bietet. Und wenn man das tut, dann werden solche Leute auch zurückzugewinnen. Vielen Dank. Ja, danke Klaus Dörrl für diesen Vortrag, auch für die hervorragende Zeitdisziplin. Wir sind bei 31 Minuten, das ist ganz prima. Ich will noch mal kurz ergänzen, weil wahrscheinlich nicht alle wissen, wer Guido Reil ist. Guido Reil ist ein ehemaliger SPD-Ratsherr in Essen, der übergetreten ist zur AfD, weil die Kommune die Flüchtlinge im strukturschwachen Norden der Stadt angesiedelt hat. Er hat, glaube ich, auch zur letzten Bundestagswahl oder Landtagswahl für die AfD dann kandidiert. Also das war eine Sache, die hier in Nordrhein-Westfalen viel Aufsehen erregt hat. Es gibt Fragen im Chat. Ich übergebe jetzt Darf ich das eine kleine Anekdote ergänzen? Ja, okay. Also Entschuldigung, dass ich das vergessen habe zu erläutern, dass der Guido Reil auch SPD-Ratsherr gewesen ist. Ich habe vor einigen Jahren gemeinsam mit dem Kollegen Vassiliadis, Vorsitzender EGBCE, die Ruhrfestspiele in Recklinghausen eröffnen dürfen auf einem Forum. Da ging es um die AfD. Und der Kollege Vassiliadis hat behauptet, dass die AfD dass die IGBCE kein AfD-Problem habe und hat auf eine interne Mitgliederbefragung verwiesen. Und dann sind wir aus dem Festspielhaus in Recklinghausen raus. Wer das kennt, ist oben auf der Höhe. Und waren kaum durch die Tür. Da prangte über uns Guido Reil, ehemaliges Mitglied der AfD, der IGBCE oder noch Mitglied der IGBCE und jetzt sozusagen aktiver im Arbeiterbereich der AfD und Aushängeschild dort, nicht? Das war sozusagen für mich ein weiteres Schlüsselerlebnis, das mich motiviert hat, da am Ball zu bleiben und die Sonde reinzustechen. Sorry dafür, aber okay. Das ist jetzt aus mir raus. Haben wir jetzt geklärt. Ich übergebe jetzt an Volker Hanke. Der ist das, was man auf Kirchentagen, glaube ich, Anwalt des Publikums nennt. Also er hat die Fragen im Chat beobachtet und ich übergebe an Volker. Ja, danke Thomas. Dann will ich meinen anwaltlichen Pflichten mal so nachzukommen. Ja, im Chat ist noch nicht ganz so viel los. Es sind zwei Fragen, die sich herausstellen. Die Frage der Klassen- und Identitätspolitik einerseits und die Frage nach sozialen Status. Also Jörg fragt vor allen Dingen, wie ist denn das? Auf der Folie stand es ja immer, dass, Herr Dörrl, Sie haben Klasseninteressen sollen wieder stärker in den Blick genommen werden in gewerkschaftlicher Arbeit. Sie sagen gleichzeitig auch, das muss ein sowohl als auch sein, also Klassen- und Identitätspolitik ist wissenschaftlich wie politisch Unfug. Nun fragt Jörg explizit zum Buch von Frau Wagenknecht, die ja genau auch diese Frage aufgespießt hat. Und vielleicht können Sie da was zu sagen zu diesem, ja, Widerspruch zu diesem Diskurs Klassen versus Identitätspolitik. Das ist die eine Frage. Die andere Frage kommt von Hilde. Sie meinte ein bisschen, naja, die Frage geht in Richtung sozialer Status. Sie sagen, dass die Angst vor dem Verlust des sozialen Status eine wesentliche Rolle spiele bei Hinwendung zur rechten Gesinnung. Andererseits, meint Hilde, in einigen Studien, Leipziger Bielefelder, sagt sie hier, wird betont, dass Bildung und sozialer Status nicht die wichtigsten Kräfte für rechtsextreme Haltung seien. Also hier die Frage, was ist nun mit dem sozialen Status? Spielt das eine Rolle oder nicht? Das wären die zwei Fragen, Klassen- und Identitätspolitik und sozialer Status. Danke. Ja, bitte, Herr Dörrl.
Ja, ich fange mal mit Letzterem an. Also sozialer Status spielt da eine Rolle oder nicht. Jetzt käme es darauf an, bei Studien, die zu anderen Aussagen kommen, die Items anzuschauen, mit denen gemessen wird. Das ist immer ganz entscheidend. Ja? Also was wird gefragt und auf welche Items, also welche Aussagen stützen sich die Interpretationen? Das kann ich jetzt aus dem Stand nicht machen, zumal wir in erster Linie qualitativ forschen und in zweiter Linie, es gibt aber auch sozusagen quantitative Forschung, die wir machen. Das, was wir finden in den qualitativen Untersuchungen, sind drei Zugänge zur radikalen Rechten, also drei subjektive Zugänge, die man typologisieren kann. Der erste Zugang, den haben wir genannt, rebellischen Rechtspopulismus. Ich würde den Populismusbegriff jetzt nicht mehr verwenden, aber das vielleicht an anderer Stelle mehr. Rebellischer Rechtspopulismus finden wir bei prekär Beschäftigten, bei Arbeitslosen, die sozusagen in der Wahl oder in einem Votum für die radikale Rechte ein geeignetes Instrument sehen, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen und die zu verändern. Ob zu Recht oder zu Unrecht, natürlich zu Unrecht, sei jetzt aber mal dahingestellt. Dann gibt es den konformistischen Rechtspopulismus. Den finden wir bei hochqualifizierten Angestellten, etwa in der großen Deutschen Bank, im IT-Zentrum der großen Deutschen Bank. Für mich das Paradebeispiel, eine Frau, die nach einer Mutterschaftspause sich in eine Managementposition zurückkämpft, dabei die Ellenbogen einsetzen muss. Und sie schafft das, weil sie die Leistungsnormen, die das männlich dominierte Management an sie anlegt, vorbehaltlos erfüllt. Vorbehaltlos erfüllt, ohne das auch in irgendeiner Weise zu hinterfragen. Sie neigt aber dazu, deshalb konformistischer Rechtspopulismus, die gleichen Maßstäbe, die an sie angelegt werden, an alle anderen anzulegen. Und wer diesen Leistungsmaßstäben nicht entspricht, der ist eben sozusagen eine Person, die minderwertig ist, die Wirtschaftskraft schwächt und so weiter und so weiter. Und das kann man, dieses Muster kann man unterschiedlichen Gruppen zuordnen. Konformistischer Rechtspopulismus, weil die Leistungsnormen vorbehaltlos übernommen werden und nicht in Frage gestellt werden. Und dann gibt es den reaktiven Nationalismus oder konservierenden Rechtspopulismus, und der hat tatsächlich was zu tun mit der Angst vor Statusverlust. Kann Ihnen jetzt leider die Ergebnisse zur Prekarisierungsforschung nicht zeigen. Ich mache es aber in einem Beispiel oder am Beispiel einer Studie, die wir in der Lausitz, also im Kohlerevier der Lausitz, durchgeführt haben. Wie gesagt, in Brandenburg 44% der betriebsaktiven Arbeiter AfD, aber in der Lausitz, im Kohlerevier, war das noch sehr viel mehr. Ja? Ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, aber es ist weit über die 44% nochmal rausgegangen. Wir haben die LEAG-Belegschaft, das ist der regionale Braunkohleverstromer und Förderer mit 8000 Beschäftigten, von oben nach unten, also durch alle Hierarchiestufen, befragt. Und da finden wir tatsächlich eine gemeinsame Tiefengeschichte, die ist fast gestanzt erzählt worden, und zwar von den Besatzungen der Förderbrücken bis zum Management oben. Und diese Tiefengeschichte lautet: Wir haben das beste Unternehmen der Region mit den besten Löhnen, den besten Aufstiegsmöglichkeiten, den besten Ausbildungsmöglichkeiten, den besten tariflichen Regelungen, den besten Tarifvereinbarungen, und dieses Unternehmen sponsert die Vereine in der Region und sorgt für sozialen Zusammenhalt. Von den 80.000, die wir mal waren, sind 8.000 übrig geblieben. Und jetzt kommt ihr uns mit einer zweiten Wende und könnt uns nicht mal garantieren, dass der vereinbarte Kohleausstieg bis 2038, dass es dabei bleibt, sondern kaum war die Vereinbarung geschlossen, schon kamen grüne Politiker und andere und haben diese Vereinbarung schon wieder in Frage gestellt. Ja. Wir kommen zur zweiten Frage. Also, aber der war Wagenknecht und Identität. Ja, ne? Aber ich möchte es noch zu Ende führen. Also okay. Der entscheidende Punkt ist, die haben von ihren Löhnen und von ihren tariflichen Normen her und so überhaupt nichts zu beklagen. Die sind aus der Sicht der prekären Braunkohlegegner sozusagen Privilegienschinder, wenn man so will. Ja? Aber die Angst vor einer zweiten Wende und das nicht halten zu können und das in einer Situation, wo die Kinder zurückkommen aus der Ferne, sind alles in gewisser Weise Migrantenfamilien, weil die Kinder weg sind, ja, und anderswo ihr Geld verdienen müssen.
Das treibt die in die Fänge der AfD, das muss man ganz klar sagen. So, das ist der eine Punkt. Sarah Wagenknecht, um es klar zu sagen, ich halte von Sarah Wagenknecht überhaupt nichts und von ihrem Buch erst recht nicht. Wenn jemand da richtig rangehen würde, also ich habe es bisher noch nicht gemacht und würde mal die von ihr zitierten Literaturquellen, ich kenne die Studien alle, die sie zitiert, vom Bo Pialou bis meiner Kollegin, die ich heute mit der Deep Story zitiert habe und so weiter. Ich selber werde da auch zitiert. Wenn ich diese Studien zugrunde lege und das, was drinsteht, ist es ein völlig unseriöses Machwerk. Das muss man einfach sagen. Ja, es hat bisher noch niemand gecheckt, aber es geht nicht. Es hat unglaublichen Erfolg. Warum hat es unglaublichen Erfolg? Weil es den Schachzug macht, Sozialkritik zu kombinieren mit Libertinismuskritik. Das entscheidende Kapitel ist für mich, also da ist mir richtig der Hut hochgegangen, das Kapitel zu 68, ich bin ja auch ein Post-68er. Und da schreibt sie allen Ernstes, dass das Verhängnis der Linken begonnen hat mit 1968, der Kombination von Kapitalismuskritik und Sozialkritik auf der einen Seite und kulturellem Libertinismus auf der anderen Seite. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aus meiner Sicht ist eine Stärke der Linken immer gewesen, diese beiden Dimensionen zusammenzufügen. Ja? Das war ja auch die Synthese von alter und neuer Linker, wenn man so will. Oder weniger kryptisch gesprochen, ich habe den Kapitalismus kritisiert, aber war selbstverständlich auch bei den Demonstrationen gegen den Paragraphen 218 mit dabei. Das ist doch überhaupt keine Frage gewesen, jedenfalls für meine Jahrgangskohorten. So. Und die Wagenknecht, was sie eigentlich macht, ist linke Themen nach rechts zu interpretieren, mit dem Vorbild etwa der dänischen Sozialdemokratie, die auch Sozialpolitik mit einer harschen Politik gegen Migranten macht. Neben allem anderen, was ich da einzuwenden hätte, glaube ich, dass das eine rückwärtsgewandte Politik ist, die vollständig an dem vorbeigeht, was wir in Europa und auch in der Bundesrepublik in den nächsten Jahrzehnten brauchen. Wenn man mal die Prognosen, die Arbeitskräfteprognosen des Bundesarbeitsministeriums anschaut mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat, dann werden im Zuge von Digitalisierung und sozialökologischer Transformation in etwa 5,2 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen und 3,7 Millionen werden neu entstehen. Der Hauptpunkt wird aber sein, dass Geschäft nicht mehr zustande kommt wegen des fehlenden Arbeitskräftepotenzials. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Im Grunde wären die alternden europäischen Gesellschaften alle gut beraten, das Arbeitskräftepotenzial zu erhöhen, sprich Einwanderungspolitik zu betreiben. So, und ich verweise dann immer auf eine nordschwedische Region mit dem Namen Skellefteå. Können Sie sich so nicht merken, aber der Bürgermeister von Skellefteå hat immer einen einfachen Tipp. She loves you, yeah, von den Beatles. Wenn Sie das schnell sprechen, klingt das fast wie Skellefteå. So, und Skellefteå ist sozusagen eine Region, die vor 40 Jahren vor dem Problem des Schrumpfens stand und gesagt hat, sexy schrumpfen wollen wir nicht. Wir wollen dem entgegenarbeiten und seitdem gezielt auf Einwanderung gesetzt hat. Einwanderung heißt aber, also Anwerbung von Migranten heißt, dass die von der Wiege bis zur Bahre sozusagen begleitet werden, mit dem Effekt, dass es keinen Rassismus gibt, im nennenswerten Umfang keine Riots. Sie haben gerade die Batteriefabrik in einem Joint Venture von VW gekriegt, weil es genügend Arbeitskräfte, qualifizierte Arbeitskräfte gibt. Und seit Jahrzehnten regiert da Rot-Grün. Ja. So, ich empfehle mal eine Stippvisite nach Skellefteå. Man müsste sozusagen auch mal anschauen, wie mit sexuellen Orientierungen umgegangen wird, sehr liberal. Davon geht es aus. Ja. Okay, ich habe Wortmeldungen auf der Liste, Thorsten Nagel und Alina Adrian. Und dann gebe ich nochmal an Volker, aber erstmal Thorsten Nagel. Hallo, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Herrn Dürre für den informativen und ja, ich fand von Aspekten her auch hilfreichen Vortrag. Ich habe aber auch nochmal einen Aspekt herbeizufügen oder wollte das nochmal auch zum Bedenken geben. Es geht ein wenig in die Richtung von dem, was Hilde schon gefragt hat. Und zwar
habe ich mitbekommen, ja, Abwertungsvorstellung, das Gefühl der Abwertung ist einer der treibenden Momente, warum AfD gewählt wird, was so manifest ist. Ich würde aber doch nochmal zu bedenken geben oder das einfach mal mit reinbringen, ob nicht manifeste strukturelle rassistische Vorstellungen oder antisemitische Vorstellungen oder antifeministische Vorstellungen, die tief verankert sind, in der Gesellschaft, ob das nicht auch die treibenden Momente sind. Wenn man sich die Figur Guido Reil anguckt, Guido Reil ist nicht zur AfD gekommen wegen Abwertungsvorstellungen, sondern Guido Reil ist zur AfD gegangen von der Arbeiterwohlfahrt und der SPD weg, weil er zutiefst rassistische Vorstellungen hat und zutiefst ein Bild, ein gesellschaftliches Bild von einer homogenen weißen deutschen Gesellschaft. Und man sieht es auch ein wenig, was weiß ich, bei Querdenken zum Beispiel. Das sind ja jetzt nochmal andere Gruppen im Endeffekt auch in, ich sag mal, in die Nähe von rechtsextremer Ideologie gerückt oder rechtsextremen Ideologien gerückt. Und gerade bei der Querdenkenbewegung sind es viele Menschen, die außer Mittelschicht, wie auch immer sind, die plötzlich antisemitische Ideologien auf die Straße tragen. Und was auch noch ein Punkt ist, ist, wenn man sich anguckt, wer ist heute, was weiß ich, in rechtsextremen Kameradschaften oder in der neuen Rechten unterwegs, dann sind es eher Gebildete, eher Personen, die Abitur und studiert sind oder studiert haben, als jetzt die klassische Arbeiterinnenschaft. Also das möchte ich auch nochmal so mit anfügen. Und eine Frage habe ich auch noch tatsächlich, ob ich es richtig verstanden habe. Die Befragung am Anfang, die war an Gewerkschaftsmitglieder gestellt, die rechte Einstellungen hatten, weil mich hat schon ziemlich geschockt, ehrlich gesagt, dass das Ideologieelement des, oder die Erzählung des großen Austauschs, dass das so manifest dort verankert ist, wo ich denke, boah, da haben die Rechtsextremen aber ja, auf ganzer Linie Arbeit geleistet, an dem Punkt, wenn das so tatsächlich dort verankert ist, bei rechten Gewerkschaften. Gut, konkrete Frage zur Befragung, Herr Dörre, antworten Sie vielleicht kurz. Ja, das ist in der Tat eine Befragung, die wir 2018 gemacht haben. Wir waren zufällig bei einer Studie, die sich eigentlich mit gewerkschaftlicher Revitalisierung im Osten beschäftigt hat, darauf gestoßen, dass die gleichen jungen Arbeiter, die sich rasch organisieren und an Streiks teilnehmen, nichts dabei fanden, auch die Busse zur Pegida-Demonstration zu organisieren. Wir sind nicht zusammen mit den jungen Unternehmern gefahren, also die Klassenlinie wurde eingehalten, aber sind hingefahren, ja. So, und daraufhin haben wir im IG Metall Projekt Ost die Frage gestellt, ob das eine generelle Erfahrung ist, und es wurde bejaht. Aber es fand sich kaum eine Geschäftsstelle der IG Metall, die aufgemacht hätte und uns hätte forschen lassen. Eine gab es dann aber doch. Und da wollten die politischen Sekretäre, dass wir das aufdecken, damit die Spitze der IG Metall mitkriegt, was läuft. Und dann haben wir tatsächlich Folgendes gemacht. Wir haben IG Metall-Mitglieder und Betriebsräte befragt, die aus ihrer Sympathie für Pegida und die AfD keinen Hehl machen. Wir haben die Mitglieder mit der Gegenposition befragt. Wir haben Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter befragt. Also die Arbeiterin, die ich zuerst zitiert habe, war eine Jugendvertreterin. Und wir haben politische Sekretäre der IG Metall befragt und haben diese Befunde dann im Sinne öffentlicher Soziologie öffentlich gemacht. Und ein Vorstandsmitglied der IG Metall wurde mit den Befunden konfrontiert und auch mit den Menschen konfrontiert, die die Aussagen gemacht haben. Wenn ich noch eins hinzufügen darf, der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende mit dem KZ-Zitat, Hass auf der Faust tätowiert, war gleichzeitig der Vorkämpfer für den erfolgreichsten Kampf der Verwaltungsstelle. Seine Firma war ausgegründet aus dem Mutterkonzern. Die wollten streiken für einen Haustarifvertrag. Dann hat das Unternehmen reagiert mit dem Einsatz tschechischer und polnischer Leiharbeiter. Mit denen wollte der Betriebsrat aus naheliegenden Gründen gar nicht erst reden. Der Betreuungssekretär hat gesagt, müssen wir. Die Leiharbeiter waren für Streik.
daraufhin wurde, weil es dem Unternehmen zu kompliziert wurde, an zwei Fronten zu arbeiten, die Firma kurzerhand wieder reintegriert in den Mutterkonzern, mit dem Effekt, dass die Arbeitsverhältnisse unter die tariflichen Regelungen fielen. Pro Nase mindestens 400 Euro monatlich mehr in der Geldbörse waren. Und der Nazi-Betriebsrat hat sich eingesetzt für die Übernahme der tschechischen und polnischen Leiharbeit. Würde man ihn ausschließen, wäre der Betrieb weg. Ja. Lässt man ihn drin, hat man ein Problem. Ja, ein beeindruckendes Beispiel. Alina Adrian ist die Nächste und dann Harry Friedel. Ja, hallo. Ich habe zwei Fragen. Und zum einen habe ich das jetzt so verstanden, ich möchte mich jetzt nochmal auf die AfD beziehen, dass ja deren Wahlprogramm oder so ein Grunddenken der AfD ja eigentlich auch ein sehr eine sehr neoliberale Ideologie ist, eine sehr marktfreiheitliche Ideologie ist. Zumindest kenne ich das so aus der Forschung von Andreas Kemper, der aber auch viel zu ArbeiterInnen macht. Und ich frage mich dann so, also es wurde ja jetzt schon rausgestellt, es ist eben ja nicht nur Protestwahl. Müsste aber dann nicht jemand, der das Wahlprogramm vielleicht tatsächlich liest, sich dadurch abgewertet fühlen in einer ArbeiterInnen-Position? Das verstehe ich nicht so ganz, wie man sich dann davon repräsentiert fühlen kann, wenn man das am Ende für einen oder eine selber nur Nachteile bringt. Das ist meine erste Frage. Und meine zweite Frage ist, aus so einer, wir hatten ja jetzt schon diese Gegenüberstellung von Identitätspolitik und Klasse, was ich ganz interessant finde, weil aus einer intersektionalen Perspektive Klasse ja von Anfang an eigentlich eine Rolle gespielt hat, nur leider nicht so sehr im deutschen Forschungskontext. Also könnte man nicht auch die Überlegung anstellen, weil jetzt immer mehr Klassismus im akademischen Raum diskutiert wird, aber auch in Zeitungen und so weiter diskutiert wird, also dass jetzt immer mehr im medialen Raum stattfindet, ob man nicht versuchen könnte, über den Klassismusbegriff Leute zu erreichen. Also so, ja, das waren meine beiden Fragen. Danke. Okay, wollen Sie direkt, Herr Dörr, oder sollen wir die nächste Wortmeldung dazu nehmen? Also ich würde lieber direkt, okay. Weil es sonst wird es einfach zu viel. Und das waren relativ komplexe Dinge, ja. Das waren mehrere Fragen eigentlich. Alles klar. Also erster Punkt, die AfD marktliberal. Das stimmt und stimmt nicht. Sie besteht eben aus unterschiedlichen Strömungen. Es gibt die marktradikale Strömung um Meuthen, die in einer Minderheitenposition ist, letztendlich, auch wenn es nicht offen zutage tritt. Und es gibt die Nationalsoziale, die durch Höcke und andere repräsentiert wird. Ja? Wenn Sie clever wären, würden Sie, die wollen ja die Macht, nichts anderes interessiert Sie, dann würden Sie auf beiden Klaviaturen spielen und würden sich sozusagen wechselseitig optimieren. Das gelingt Ihnen gegenwärtig nicht so gut. Die Strömungen geraten miteinander in Schwierigkeiten, also in Gegensätze und befehden sich heftig. Aber man darf überhaupt nicht übersehen, dass die Zustimmung im Osten sehr stark gekommen ist über diese nationalsoziale Strömung. Wobei man Folgendes sagen muss, also politische Grundsätze sind für die relativ nebensächlich. Die wollen die Macht und alles, was ihnen dazu hilft, egal ob Sozialpopulismus oder Marktradikalität, dann werden sie das je nach Zielgruppe auch benutzen, nicht? Das muss uns völlig klar sein. Die inhaltliche Kohärenz ist für die gar nicht wesentlich. Die wollen Macht. Das ist eine ganz alte Geschichte aus den traditionellen faschistischen Bewegungen. Die italienischen Faschisten haben das komplette Programm der italienischen sozialistischen Partei, die damals sehr linksradikal war, übernommen mit einem Zusatz. Ne? Hauptsache Macht, das ist der entscheidende Punkt. Das müssen wir sehen. Akkumulation von Macht. Der zweite Punkt in dem Zusammenhang, also das möchte ich auch nochmal klar betonen. Selbstverständlich ist Guido Rhein Rassist und selbstverständlich spielen rassistische Orientierung als Orientierungssystem eine Rolle. Man könnte auch mit Heidmeier sprechen von menschenfeindlichen Orientierungen. Ja? Nur das Problem ist, im Alltagsbewusstsein gibt es die schon sehr lange. Nicht? Und wir haben viele von denen, über die ich jetzt spreche, über Jahrzehnte in der Klientel der SPD, der CDU oder auch der Linkspartei gesehen oder die haben überhaupt nicht gewählt. Das ist ein großes Phänomen im Arbeiterbereich, insbesondere auch bei Frauen. Und was wir uns jetzt doch fragen müssen, ist, warum gibt es die parteipolitische Verselbstständigung und Radikalisierung dieser Orientierung und wie ist die zu verhindern? Wie man dem Alltagsrassismus begegnet, ist meines Erachtens nochmal eine ganz andere Frage. Ja, also ich würde beide Probleme voneinander trennen.
Und jetzt komme ich zu dem ganz wichtigen Punkt der Intersektionalität und der Klassismusdebatte. Da würde ich Ihnen vollständig zustimmen. Erstens ist mein Ansatz von vornherein ein intersektionaler. Also als ich begonnen habe zu forschen in dem Bildungszentrum in Sprockhövel, wollte ich den einfachen Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit in der Bildungsarbeit kritisch konterkarieren und ersetzen durch einen weiten Interessenbegriff, der im Grunde intersektional war. Nur hat man das damals anders genannt. Ja, weiter Interessenbegriff hieß, anzuerkennen, dass Zugänge zu gewerkschaftlicher Orientierung auch über die ökologische Frage, über Frauenbewegungen und so weiter kommen können. Ne? Also Intersektionalität ist für mich ein methodologisches Prinzip, hinter das man in keiner Weise zurückfallen darf. Und was jetzt die Klassismusdebatte angeht, ich würde sagen, wir haben es gegenwärtig zu tun mit in der Bundesrepublik einer demobilisierten Klassengesellschaft. Also klassenspezifische Unterschiede prägen sich immer stärker aus, bei Vermögen, Einkommen und so weiter, bis hin in die alltägliche Lebensführung. Aber die politischen Akteure, die vorwiegend auf der Klassenachse agieren, sind so schwach wie nie zuvor seit 1945. So, und dieser Widerspruch muss erklärt werden, nicht? Und der hängt meines Erachtens damit zusammen, dass Klasse vor allen Dingen erlebt wird als Diskriminierung und Abwertung. Das ist sozusagen der Normalzustand von Klasse. Und Sie haben völlig recht, wenn man ansetzt an klassistischen Abwertungen, die ja nichts anderes sind als Spaltungslinien innerhalb der Klasse, dann ist das ein wichtiges Element der Emanzipation. Also es gibt eine Debatte im Deutschlandfunk, die können Sie im Podcast noch hören, wo ich mit Franzis Seeg über dieses Problem diskutiere. Und sie schildert ja immer sozusagen ihre Diskriminierung, kommt aus einer Hartz-IV-Familie und ist dann selbst in den Hartz-IV-Bezug geglitten und schildert die Ressentiments aus dieser Perspektive. Ne? Und umgekehrt kann ich sozusagen beschreiben das Problem der exklusiven Solidarität. Also quantitative Erhebung in einem Automobilwerk, 99% der Arbeiter gewerkschaftlich organisiert und 51% stimmen der Aussage zu, dass eine Gesellschaft, die alle mitnimmt, auf Dauer nicht überlebensfähig ist und 54% stimmen der Aussage zu, dass mehr Druck auf Langzeitarbeitslose ausgeübt werden soll, damit sie endlich eine Arbeit aufnehmen. Ja? 99% gewerkschaftlicher Organisationsgrad. Das ist sozusagen ein Beispiel für Klassismus, für klassistische Abwertung, die aber eine Spaltungslinie ist, innerhalb der Klasse, wenn man so will, ja, oder lohnabhängigen Solidarität verhindert. Und deshalb habe ich kürzlich bei 50 Jahre Sprockhövel dafür plädiert, unbedingt am weiten Interessenbegriff festzuhalten und die Klassismusdebatte in die Bildungsarbeit, in emanzipatorische Bildungsarbeit zu integrieren. Also vollständige Zustimmung. Okay, jetzt kommt Harry Friebel, dann Julia Welfort, hatte sich im Chat gemeldet und Sabrina. Harry Friebel zuerst. Ja, zunächst mal ganz herzlichen Dank, Klaus Dörre, für diesen Ansatz. Und ich bin ganz glücklich, dass Sie gerade Ihre methodischen Vorbemerkungen vor zwei Minuten gebracht haben. Woran beurteile ich diesen gelungenen Vortrag, eine Anmerkung und zwei Fragen. In aller Regel wird der Rechtsradikalismus oder Rechtsextremismus von der subjektiven Seite betrachtet und dann sieht man irgendwelche Relevanzkriterien oder sozioökonomische Kriterien. Oder er wird von der strukturellen Sicht betrachtet und dann guckt man nach Modernisierungsproblemfeldern. Was Sie richtig gemacht haben, aus meiner Sicht richtig gemacht haben, war, dass Sie die dritte Ebene, die institutionelle Ebene, wesentlich mit berücksichtigen, weil in der institutionellen Ebene wird ja gewissermaßen das Wahrnehmen generiert. Die Menschen sprechen ja nicht im luftleeren Raum von sich aus. Deshalb würde ich auch Ihre erste These etwas moderieren, verändern. Es heißt nicht, es gibt subjektive Wahrheit, sondern es gibt intersubjektive Wahrheit. Und wir sehen, dass die Institutionen, zum Beispiel würde Herr Hoffmann ja sicherlich nicht rechtsextremistische Wahrheiten produzieren, aber innerhalb der Gewerkschaften, innerhalb der Gewerkschaftsarbeit, und das erlebe ich auch häufig, entwickelt sich, generiert sich etwas, bricht sich etwas zwischen Subjekt und Objekt. Und das fängt an bei der Familie, geht in die Arbeit, Gewerkschaften, Freizeit, Party und so weiter.
wo sind die Probleme, die durch die Brechung, die Vermittlung zwischen Subjekt und Struktur so erfolgreich sind, erfolgreich in Tüttelchen, dass rechtsextreme Bewegungen daraus werden. Und die zweite Frage ist gleichermaßen pikant. Bedarf es überhaupt noch gewissermaßen der männlichen Leiberfahrung, um hegemoniale Männlichkeit zu haben? Oder, wie verschiedene Feministinnen zum Beispiel auch schon sagen, das braucht es gar nicht mehr, sondern gewissermaßen die hegemoniale Männlichkeit ist aus der unmittelbaren männlichen Leiberfahrung herausgetreten. Stichwort Angela Merkel oder andere, dass hier von dieser unmittelbaren männlichen Leiberfahrung durchaus abstrahiert werden kann. Zwei Fragen. Gut, Herr Dörre. Ja, das sind schwierige Fragen, die der Kollege Friebel da jetzt aufgeworfen hat. Die kann ich auch nicht eindeutig beantworten. Ich glaube, er ist dabei, gerade wieder ein Forschungsprojekt zu generieren. aber ich will es mal versuchen. Ich fange mit dem letzten Punkt an. Also, oder anders gesagt, ich fange damit an, dass ich das Inter gerne in meine erste These aufnehmen würde. Das war ein ganz wichtiger Hinweis, ja. Also das sind natürlich Deutungsmuster, die nicht einfach nur auf der individuellen Subjektebene anzusiedeln sind, sondern die eine Eigenständigkeit haben als ideologische Strukturen, die dann aber individuell angeeignet werden müssen. Aber jetzt, ich fange mit der zweiten Frage an. Wie ist das mit den hegemonialen Männlichkeiten? Braucht man die überhaupt noch? Also so habe ich mir die Frage noch nie gestellt, muss ich ehrlich sagen. Sondern ich habe reagiert quasi auf diese These von Raven Cornell und dem Michael Meuser, dass wir es infolge der Flexibilisierung und so weiter von Arbeit, worauf ich jetzt gar nicht so im Einzelnen eingegangen bin, und den daraus erwachsenen Anforderungen sozusagen mit einer Modernisierung hegemonialer Männlichkeitskonstruktionen zu tun haben, aber auf der Ebene der herrschenden Klassen, würde ich hinzusetzen. Und da nicht uneingeschränkt. Und ich meine, das kennen wir ja alle an den Universitäten beispielsweise, diese Form von androgyner Männlichkeit. Also Kollegen, die in der Berufungskommission auftreten und sagen, selbstverständlich wollen wir auch dafür sorgen, dass mehr Frauen Professorinnen werden und so weiter. Nur gerade im Moment nicht, weil wir haben einen besonders qualifizierten Kollegen. Ja? Also das sind die typischen Muster, wo man sich anpasst, sozusagen an die Auseinandersetzungsformen, die es gibt. Man kann sich in einem solchen Milieu nicht mehr offen gegen Gleichstellungskriterien zur Wehr setzen. Aber man kann immer Ausnahmen finden und so weiter. Ne? Und in den Management-Rängen haben wir genau solche Typen vermehrt, aber sie sind nicht die einzigen. Und ich habe in einem Vortrag, in dem ich das zum ersten Mal besprochen habe, dann Donald Trump angeführt als ein Beispiel für kapitalistische Eliten, wo sozusagen von dieser Business Masculinity überhaupt nicht zu sehen ist, sondern der bedient ganz klassische Rollenklischees, wenn man so will, mit seiner Macho-Mentalität und dem entsprechenden Frauenbild und so weiter. Also ich würde sagen, das ist selbst innerhalb der herrschenden Klassen umstritten. Auch da gibt es kulturelle Gegenreaktionen. Aber bezogen sozusagen auf diejenigen, die sich unten regen, glaube ich, dass ein Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, dass mit der symbolischen Aufwertung die über das Betonen traditioneller Männerrollen solche Typen wie Guido Reil tatsächlich Gewinn erfahren können, die Frauen aber nicht unbedingt oder eher selten oder eher gar nicht. Ja? Das müsste man jetzt nochmal runterbrechen auf die ostdeutsche Gesellschaft, die ja eine arbeiterliche Gesellschaft war. Das habe ich so angedeutet. Der Kollege Engler hat 2002 da ein Buch geschrieben, wo er das mit der arbeiterlichen Gesellschaft sehr schön beschrieben hat. Also auch die Intellektuellen mussten sich als Geistesarbeiter oder sowas verkaufen, um überhaupt gesellschaftliche Wertschätzung zu erfahren. Und es waren aber Formen von Männlichkeit, die sozusagen sehr stark korrespondierten Formen von Arbeiterlichkeit, die sehr stark korrespondierten mit einer traditionellen Männlichkeitsvorstellung, seltsamerweise. Während die Geschlechterbalancen in der alten DDR ja ganz andere waren als in Westdeutschland. Trotzdem glaube ich auch, stimmt es für Ostdeutschland, dass, also beispielsweise sagen uns Facharbeiter, die dann eingesetzt werden am Band, jetzt müssen wir Weiberarbeit machen, ja, und empfinden das als abgewertet, ostdeutsche Facharbeiter.
dass die sozusagen mit der symbolischen Aufwertung traditioneller Formen von körperbetonter Männlichkeit fiktiv ihre Abwertung etwas entgegensetzen, während Frauen das nicht ohne weiteres können. Darin sehe ich einen entscheidenden Grund für die Geschlechterdifferenzen bei der Zustimmung zur AfD. So, und den ersten Punkt, also mit der institutionellen Ebene, also da müsste man jetzt länger drüber diskutieren, aber was ich auf alle Fälle nochmal hervorheben möchte, ist, dass Ideologien natürlich auch Strukturen sind und dass sie nur deshalb wirken können, weil sie auch einen wahren Kern besitzen. Also wenn der wahre Kern nicht wäre, das also nur Verzerrung, also nur falsches Bewusstsein wäre, dann könnte man ihre Wirkungskraft nicht erklären. Ne? Und selbstverständlich tragen Institutionen dazu bei, diese ideologischen Strukturen zu befestigen. Das ist völlig korrekt. Und deshalb stimmt das mit dem Intersubjektiv. Und ich werde die These entsprechend abwandeln. Danke für den Hinweis. Okay. Danke. Jetzt kommt Julia Welford. Vielleicht zwischendurch nochmal von Volker. Wasserstandsmeldung. Gibt es noch weitere Bewegungen im Chat? Ja. Ich bin hier ein bisschen am Rotieren. Also es gibt zwei Hinweise. Also einmal nochmal an Bruno, der nochmal auf einen Beitrag von Michael Brunig hinweist. Den stelle ich einfach so kommentarlos jetzt mal in den Chat rein. Dann gibt es Alina, die nochmal sagt, naja, sie nennt das hybride Männlichkeit. Also die Übernahme flexibler Eigenschaften in eine eigentlich hegemoniale Männlichkeit. Und dann, was so ein bisschen perspektivisch nochmal hat, ist Julia. Julia sagt, naja, Sie, Herr Dörre, sagen, ein paar wenige sozialpolitische Ansätze würden das Problem nicht lösen. Und fragt dann sozusagen perspektivisch, ja, welche sonstigen Lösungsansätze brauchen wir aus Ihrer Sicht, um dagegen vorzugehen? Ein bisschen schließt sich jetzt eine ganz taufrische Frage da an, das ist vielleicht zusammen zu beantworten, Olaf nämlich. Olaf ist doch der Auffassung, naja, bei der Frage, welche Lösungsansätze denn möglich sind, meint er, naja, sollten wir nicht stärker die Konstruktion von Männlichkeiten auf Seiten der Gewerkschaft an, dort das in Blick nehmen und dort ansetzen bei so einer Präventionsstrategie und schlussfolgert daraus, dass es doch stärker intersektional sein muss. Also die Frage der, wie weiter, das der Lösungsansätze, ne, wo Julia nochmal fragt, ja, welche sonstigen Lösungsansätze außer ein paar sozialpolitische gibt es denn? Und Olaf, der meint, naja, wir müssen doch die Konstruktion von Männlichkeit in den Griff nehmen und damit dann die Intersektionalität adressiert, wobei wir wieder bei der Frage von vorhin sind, Identität oder Klasse so ein bisschen. Das sind die zwei Fragen, die hier sind. Vielen Dank. Okay, jetzt Julia, an dich nochmal die Rückfrage. Jetzt hat Volker das schon zum Teil vorweggenommen. Willst du dich trotzdem nochmal persönlich äußern oder können wir dich überschlagen? Hallo in die Runde. Ich melde mich kurz. Danke erstmals für den sehr interessanten Vortrag. Vielleicht nochmal zur kurzen Ergänzung zu meiner Frage. Mich würden insbesondere konkrete politische Maßnahmen auch interessieren. Also was jetzt auch seitens der Regierung, seitens unseren demokratischen Institutionen, was da für Maßnahmen ins Leben gerufen werden sollten. Natürlich auch mit intersektionalen Ansätzen, um eben dieses Problem zu lösen. Vielen Dank. Okay, dann gebe ich zurück an Klaus Dörre. Ja. Also ich greife drei Punkte raus jetzt aus den Sachen, die ich vernommen habe. Der erste Punkt ist zunächst mal, dass wir sehen müssen, dass es diese Abwertung männlicher Arbeiter, männlicher Industrie- und Produktionsarbeiter real ist. Also sie ist nicht einfach eine Konstruktion, sondern sie ist real. Und sie ist sozusagen gerade im Osten nochmal mit einer besonderen Diskriminierungsform verbunden. Also in der Zulieferindustrie Thürings verdient man roundabout etwa 37% durchschnittlich weniger als im Westen. Und wenn man die Branchen vergleicht, ist das Lohndifferenzial Ost-West 44%. Ja? So, und es kommt was anderes dazu. Die Probleme, die diese Arbeitergruppen haben, die sich gar nicht als prekär oder arm empfinden,
tauchen in der Öffentlichkeit, auch in der medialen Öffentlichkeit, kaum auf. Und sie spielen auch in den Strategiebüros der politischen Parteien, die Wahlkämpfe planen und so weiter, in der Regel keine Rolle. Weil Arbeiter ja eine schrumpfende Gruppe sind, machen je nach Zählweise zwar immer noch 16 bis 18 oder sogar 20% der Erwerbstätigen aus, aber sie spielen in den strategischen Kalkülen der Parteien keine Rolle. Der Bernie Sanders hat das mal so zusammengefasst, die Erfahrung aus seinen Vorwahlkämpfen war, je näher man an die Probleme dieser Leute ranrückt, desto uninteressanter waren sie für Journalisten. Und schauen Sie sich doch mal den gegenwärtigen Wahlkampf an und was mit Frau Baerbock passiert, ja, was da wichtig ist und was nicht wichtig ist, dann erleben Sie solche Mechanismen wieder. Was kann man dagegen tun? Man darf auf keinen Fall den Fehler machen, in diese Abwertungsspirale einzustimmen. Schon die Rede über traditionelle Arbeiter ist wahrscheinlich falsch. Ja? Was ist an deren Arbeitsbedingungen traditionell? Das ist, ja, könnte man jetzt lange drüber sprechen. Wie kann man zu politischen Lösungen kommen und nicht nur symbolische, sondern reale Aufwertung betreiben? Der erste Punkt ist, so würde ich formulieren, dass mit Blick auf die vor uns liegenden Konflikte das Schrumpfen der Carbonbranchen, der sozusagen große Teile dieser Produktions- und Industriearbeiterschaft nochmal bedroht mit Statusverlust und auch mit Verlust des Arbeitsplatzes. Denen Sicherheitsgarantien zu geben im sozial-ökologischen Wandel. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also, konkret gemacht an der Lausitz. Selbstverständlich ist es richtig, eher früher oder später aus der Braunkohleförderung und Verstromung. Aber was die Beschäftigten dort wollen, ist nicht Strukturwandel, sondern Entwicklung. Und zwar in der Region. Und sie wollen nicht die Projekte sehen, die sie vor 30 Jahren schon mal gekriegt haben und der Geldsegen allein führt nicht zur Wahl von demokratischen Parteien. Eine Entwicklungsperspektive für die Region. Das habe ich mit dem Skelleftier-Beispiel gemacht. Also in welche Richtung man denkt. Und in der Debatte über die Zukunft der Region müssen sie erstens wirklich beteiligt werden. Das heißt, man muss ihnen wirklich eine Stimme geben und nicht nur über formalisierte Beteiligungsverfahren, wo die Entscheidungen längst gefallen sind, also Scheinpartizipation. Man muss sie ernst nehmen, man muss ihnen reinen Wein einschenken, aber eine Perspektive bieten. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist der schwierigste, aber es ist der entscheidende Punkt. Bis hin zu der Frage, wie ich Wahlkämpfe führe. Wahlkämpfe nicht in erster Linie gegen die AfD, sondern zum Beispiel für die Zukunft des Ostens, die Zukunft der Gesellschaft oder die Zukunft der Lausitz. Das ist der springende Punkt. Und da muss man die entscheidenden Themen fokussieren. Nicht? Und jetzt sage ich es nochmal für die Lausitz. Alle Beschäftigten, die wir befragt haben, kannten eine Geschichte. Die ist uns in jedem Interview wieder erzählt worden. Und zwar die Aussage einer grünen Politikerin aus NRW, egal ob Kohle oder Nazis, braun gleich braun und bleibt braun und ist immer scheiße. Das haben sie sich alle gemerkt. Ja? Also die entsprechende Kollegin hat sich entschuldigt für diese Aussage. Es hat gar nichts daran geändert, zum kollektiven Gedächtnis tief eingebrannt. Und es wird empfunden als, früher waren wir diejenigen, die Helden der Nation und haben dafür gesorgt, dass es alle warm haben. Und jetzt sind wir die Deppen der Nation und 3 Kilometer weiter weiß niemand mehr, was wir leisten. So, das ist die Grundabwertungserfahrung an einem Beispiel. Und der muss man sozusagen entgegensetzen. Ihr seid Fachleute, ihr werdet gebraucht. Wir haben eine Perspektive für euch. Wir können euch Tätigkeiten garantieren. Nur Tätigkeiten sind sicher in der sozial-ökologischen Transformation, die sozusagen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Nur dann werdet ihr eine sichere Perspektive haben. Deshalb braucht ihr eine positive Einstellung zum Wandel. Es muss Brücken geben in andere Beschäftigungssegmente. Das ist natürlich ein völliger Schwachsinn. Wenn ein Opel-Arbeiter, was die große Mehrheit sagt, dass Arbeit in der Pflege eine Zumutung ist. Ja? Wir sind Autobauer, sowas machen wir nicht. Wenn ich die Frage stelle, wenn die Tätigkeiten in der Pflege materiell und symbolisch entsprechend aufgewertet werden, entsprechend ihrer gesellschaftlichen Nützlichkeit, wer will mir dann erzählen, dass man sich bei Opel am Band besser entfalten kann, als bei der Pflege einer älteren Person, entsprechende Ausbildung vorausgesetzt. Ja?
Also Brücken in solche Beschäftigungssegmente, die dann aber aufgewertet sein müssen, mit entsprechenden Bildungs- und Weiterbildungsperspektiven verbunden sein müssen. Warum nicht beispielsweise eine Bildungskarenzzeit wie in Österreich, das erste Jahr eines Studiums, wenn man aus der beruflichen Praxis kommt, ist zu mindestens 80% finanziert durch den Staat. Ja, damit entsteht ein Anreiz für ein Weiterbildungsstudium. Warum gibt es sowas in Österreich, aber nicht bei uns? Nur mal als Beispiel, ja, um Leuten die Brücke sozusagen aus einer Carbonbranche in ein Studium und dann eine andere Tätigkeit zu bieten. So in diese Richtung würde ich argumentieren. Ich habe das alles auch säuberlich und fein differenziert für verschiedene Politikfelder aufgeschrieben, aber das würde jetzt zu weit führen, wenn ich überall durchgehen würde. Okay. Wir haben jetzt die anderthalb Stunden überschritten. Sabrina steht noch auf meiner Liste. Klaus Schwärmer hat sich im Chat gemeldet. Sabrina, willst du deine Frage loslegen? Ja, gerne. Danke auch für den Vortrag. Was du eben erzählt hast, Klaus, ging ja auch so in Richtung Transformationsräte, also echte Beteiligung sozusagen, was jetzt die erneute Transformation vor allem im Osten auch angeht. Wir, also ich sitze hier in Potsdam, hatten jetzt auch überlegt, ob vielleicht nicht auch sozusagen eine Unterstützung von genossenschaftlichen Ausgründungen. Also da gibt es ja einige Modellregionen in Spanien, in den USA, in Cleveland, in Großbritannien, wo Industriearbeitsplätze abgebaut wurden und wo sozusagen durch dann Genossenschaftsförderung das geschafft wurde, eine sozial und ökologisch nachhaltigere Wirtschaft zu etablieren. Das war meine erste Frage sozusagen, was du davon hältst, also auch in Richtung Wirtschaftsdemokratie. Und die zweite Frage, ich fand das Beispiel auch sehr instruktiv, was du erzählt hast von dem Betriebsrat der IG Metall. Und das war jetzt ja nun ein relativer rassistischer Hardliner, sage ich mal. Aber im Großen und Ganzen war ja die Strategie einigermaßen erfolgreich, könnte man sagen. Also durch die Intervention der Gewerkschaftssekretärinnen ist es dazu gekommen, dass sozusagen die Beschäftigten, die Leiharbeitsbeschäftigten integriert werden konnten. Es kam dann im Endeffekt zu einer inklusiven Solidarität statt der exklusiven Solidarität des Rassismus oder der Neonazis. Und natürlich so Hardliner wie vielleicht jetzt dieses Individuum lassen sich davon nicht überzeugen, aber letztendlich sind es ja die gelebten Erfahrungen, denke ich immer, also die gelebten inklusiven Solidaritätserfahrungen, die eben auch das Bewusstsein irgendwie ändern können. Und vielleicht sind das schon auch Strategien, die sozusagen in der Masse vielleicht Veränderungen bewirken können in den Belegschaften. Und meine These wäre, dass die Gewerkschaften dafür aber kämpferischer sein müssten, denn sozusagen dann nur sozusagen dann auch in den Kämpfen, in den Betrieben, die tatsächlich ausgeführt werden und über die nicht nur geredet wird oder die irgendwie in Gewerkschaftsbürokratie verloren gehen, nur in diesen Aktionen, gemeinsamen Aktionen, kann ja dieses Gefühl überhaupt geschaffen werden. Ansonsten ist es ja viel sozusagen Gewerkschaftsdemokratie, aber halt stark formalisiert und hat wenig Erlebnischarakter, sage ich mal. Gut, das, wenn ich das richtig verstanden habe, war das eher ein Beitrag als eine Frage. Mir wäre noch wichtig, dass wir den Umgang des DGB mit dem Thema Rechtsextremismus vielleicht noch diskutieren. Rainer Hoffmann ist ja eben schon erwähnt worden. Meine Wahrnehmung ist, dass das Thema eher unter den Teppich gekehrt wird, und da würde mich eine Einschätzung von Herrn Dörre interessieren. Und vielleicht kann er ja auch nochmal auf die Wortmeldung eingehen. Ja, also ich beginne mit dem Punkt von Thomas Gesterkamp und gehe dann aber auch kurz nochmal auf das an, was Sabrina aufgeworfen hat. Also ich würde sagen, das Verdrängen dieser Problematik in den gewerkschaftlichen Führungsstäben war die erste Reaktion, die beginnt sich allmählich und deutlich zu ändern. Das muss man ganz klar sagen. Also die Bereitschaft, da offener drüber zu reden, vor allen Dingen mit Blick auf die bevorstehenden Betriebsrats- und Personalratswahlen, die ist ganz klar da. Und es gibt die ersten Arbeitsgruppen, die sich gebildet haben im Vorfeld, etwa auch beim DGB in Sachsen, wo ich gleich reden werde. Also es ist deutlich besser geworden. Ich spare mir jetzt mal alle Anekdoten, die das Gegenteil belegen würden. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an einen 8. März, als ich beim DGB-Bundesvorstand einbestellt war. 8. März deshalb, weil es Frauentag war und zwei Vorstandsmitglieder unten Nelken verteilten und mir auf die Schulter klopften für meine Thesen
und oben habe ich was anderes zu hören bekommen, als ich dann in der entsprechenden Etage war. Das ist aber vorbei, also das muss man ganz klar sagen. Ich will aber hinzufügen, dass es keine leichten Lösungen gibt. Und das berührt den Punkt, den Sabrina oder einige Punkte, die Sabrina aufgeworfen hat. Also das, was der Gewerkschaftssekretär gemacht hat mit diesem Nazi-Betriebsrat, kann nur ein Gewerkschaftssekretär machen, der selbst aus dem Arbeitermilieu kommt und in der Lage ist, mit dem Nazi zu reden. Sein Nachfolger ist ein Gewerkschaftssekretär, sozialisiert in der Göttinger Antifa, der kann ihm nicht mal die Hand geben. Es wäre auch nicht glaubwürdig, wenn er es täte. Ja? Das heißt, die Strategien, die man wählt, hängen auch von den Personen ab, von den Ressourcen, die man hat und so weiter und so weiter. Es gibt nicht das Patentrezept. Nicht? Also der andere Hoffmann, IG Metall, der ist immer aufgetreten mit dem Satz, wer hetzt, fliegt. Das ist klare Kante. Das Problem ist nur, dass in der Geschäftsstelle, in der wir untersucht haben, 300 Leute daraufhin aus der IG Metall ausgetreten sind. Und in Passau war es ähnlich. Ja. Also es ist nicht ganz einfach, mit diesen Problemen umzugehen. Und ich glaube, dass auch die richtigen Methoden in der Bildungsarbeit noch nicht gefunden sind, damit umzugehen. Weil in den Antirassismus-Seminaren hat man die Leute, die sowieso Antirassistinnen und Rassisten sind, aber nicht diejenigen, die man erreichen möchte, um ihre rassistischen Orientierungen zu dekonstruieren. Ich habe mit einigen Verdi-Leuten diskutiert, so in der Probephase vielleicht mal Formate zu entwickeln, wo das anders sein könnte. Also einen offenen Raum zu schaffen, Diskursraum zu schaffen, muss das anders nennen in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, wo zunächst mal diejenigen sich offen artikulieren können, die sozusagen mit der AfD sympathisieren und das auch zugeben dürfen, ohne gebasht zu werden. Wo man dann mit der Gegengruppe gesondert hat und wo man die dann zusammenführt und mal versucht, die miteinander ins Gespräch zu bringen. Ja? Also da muss auch neu geprobt werden, was da überhaupt geht. So, und der letzte Punkt, den Sabrina angesprochen hat, also es braucht natürlich Visionen einer besseren Gesellschaft, um Leuten was entgegenzusetzen, die die Systemfrage von rechts stellen. Visionen, Utopien einer besseren Gesellschaft. Und da würden für mich gewissermaßen solche neuen Eigentumsformen, genossenschaftliches Eigentum, genauso dazugehören wie weitergehende Ansätze von Wirtschaftsdemokratie, aber auch institutionelle Innovationen, so würde ich das mal nennen. Und ich habe in der Tat aus diesem Grund die Nachhaltigkeits- und Transformationsräte ins Spiel gebracht, aber bitteschön nicht als neue staatliche Beiratsgeschichten. Ja, die gibt es genug. Da brauchen wir nicht noch mehr und zum Teil sind die gut. Manchmal haben sie nur eine Beschwichtigungsfunktion, manchmal auch nur eine schlechte. Ich stelle mir das eher so vor, dass sich solche Transformations- und Nachhaltigkeitsräte aus der demokratischen Zivilgesellschaft heraus bilden. Und deren Aufgabe wäre zunächst mal das, was die politischen Entscheider und Entscheidungseliten faktisch tun, abzugleichen mit dem, was eigentlich getan werden müsste, um die 17 Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Denn die sind durchaus progressiv und von den politischen Eliten akzeptiert, hinter die können sie nicht mehr zurück. Es sei denn, man ist Donald Trump und im autoritären Lager. So, und da würde vieles dazugehören. Allein die Milliarden von Euro, die jetzt in den Wiederaufbau der Wirtschaft fließen, zu kontrollieren, für welche Projekte die eingesetzt werden, ob die tatsächlich für Nachhaltigkeitsziele, ökologische und soziale Nachhaltigkeitsziele eingesetzt werden. Das wäre zum Beispiel eine ganz wichtige Aufgabe. Und die Initiative dazu könnte jederzeit ergriffen werden aus der demokratischen Zivilgesellschaft heraus. Ich kann als Wissenschaftler nicht mehr machen, als die Idee ins Spiel zu bringen. Allerdings wird sie in den Debatten, die ich zu führen habe, intensiv diskutiert. Das freut mich schon mal. Okay. Die Abstimmung nicht mit den Füßen, aber mit der Maus hat so ein bisschen begonnen. Also wir bröckeln ein wenig. Ich schlage vor, dass wir zum Ende kommen. Ich gebe noch mal ein letztes Mal an Volker. Vielleicht kannst du noch mal die letzten Chatmeldungen zusammenfassen und dann gebe ich zurück an Henning von Wagen für die Schlussworte. Ja, danke, Thomas. Ja, es gibt noch ein paar Hinweise jetzt zum ich nenne es mal Lösungsansätze, Lösungsstrategie zu diesem Bereich. Alina hat nochmal auf diese gelbe Hand hingewiesen, 30 Jahre, mach meinen Kumpel nicht an. Vielleicht erinnern sich die älteren Semester noch an die gelbe Hand. Ich bin selber ein bisschen berührt, als ich das gesehen habe. Es gibt es tatsächlich noch.
Ja, da gibt es dann wirklich eine traditionelle antirassistische Arbeit auf Gewerkschafterseite. Thorsten hat nochmal hingewiesen über ja, Arbeit und Leben, auch vom DGB, ein Programm mit mobiler Beratung. So, dann gibt es noch vom Klaus, vom lieben Klaus vom Forum Männer eine Anmerkung, die ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen nicht so ganz so einfach ist. Er im Prinzip die, was wir bisher hatten, nämlich die männliche Affinität zu rechtspopulistisch, zum Rechtspopulismus und Rechtsextrem, wird hier ein bisschen dagegen gebürstet. Und er sagt, naja, der Nationalsozialismus, also ein großer historischer Blick, war ja auch für Frauen sehr attraktiv. Von meiner Person würde ich nochmal ergänzen, Jugendbewegung, Aufleben gegen das damalige Etablissement, vielleicht ist das auch nochmal was, aber Klaus fragt so ein bisschen, was könnte man denn im Hinblick auch auf die Attraktivität von Nationalsozialismus hier, ich würde es übersetzen, Rechtspopulismus für Frauen, und ich möchte, die eine Statistik war ja auch durchaus ambivalent, die Sie gezeigt haben, Herr Dürre, da in Sachsen-Anhalt. Also, was können wir in dieser Hinsicht aus der Geschichte lernen, dass sich dies nicht wiederholt? Das ist die Frage von Klaus. Die anderen Lösungsansätze, Vorschläge würde ich einfach noch mal im Chat posten. Danke von meiner Seite soweit. Ja, danke auch von meiner. Herr Dürre, wollen Sie noch mal reagieren oder wollen Sie ein Schlusswort? Nee, ich glaube, das würde jetzt sehr lange dauern, wenn ich jetzt grundsätzlich nochmal zur Faschismus argumentieren müsste. Ja, ich glaube, das Wesentliche ist auch gesagt. In den schriftlichen Fassungen was dazu gesagt. Ja, okay, dann gebe ich zurück an Henning von Bahn. Ja, auch von mir nochmal vielen herzlichen Dank an Klaus Dörre für den interessanten Vortrag und auch an alle Teilnehmenden, die sich hier beteiligt haben. Ich fand es eine sehr anregende und spannende Debatte. Mir ist vor allen Dingen nochmal hängen geblieben im Hinblick auf, was können wir tun, raus aus der Abwertungsspirale, was ich auch in unterschiedlichsten Kontexten immer wieder erlebe. Also das ist, glaube ich, immer gut, da nochmal zu gucken, wie kommen wir wieder ins Gespräch miteinander und bewegen uns nicht einfach in ich sag mal, parallelen Universen oder Welten. Ja, vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben. Wir werden jetzt eine kleine Sommerpause haben. Das nächste Fachgespräch wird es dann im Oktober geben. Wir werden wie immer dazu einladen. Die Dokumentation, also die Aufzeichnung von heute wird dann, ich habe es gerade gepostet, nochmal auf unserer Website und auf der Website vom Forum Männer erscheinen, sodass das alles auch nochmal in Ruhe nachgeguckt werden kann. Die Folien und auch die Artikel können dann auch bei uns abgefragt werden und werden wir zur Verfügung stellen, sodass also die maximale Möglichkeit des nochmal Nacharbeitens, wer das möchte, gegeben ist. Ja, so viel für heute und schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank und ja, beehren Sie, Beert, uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung und verstehen Sie es nicht falsch, aber ich muss jetzt um 18 Uhr auch auf dem Sommerfest des DGB Leipzig reden. Deshalb muss ich jetzt auch aufhören. Ja, also ciao. Alles klar. Ciao. Okay.